Er ließ seine Tiere trinken und dann frei auf der Lichtung grasen. Mit einbrechender Dunkelheit kamen sie von selbst zu ihm zurück und legten sich zum Schlafen nieder. Die Amsel hatte sich wohl in den Büschen einen Platz gesucht, denn Lauscher konnte sie nirgends entdecken. Aber in der Nacht wurde er von ihrem Gezeter aus dem Schlaf gerissen. »Willst du schon wieder weiter?« fragte er schlaftrunken und setzte sich auf. Es musste gegen Morgen sein, denn der Himmel war schon blass und über dem Gras lagen dünne Nebelschwaden. »So früh kriegst du mich nicht auf die Beine«, sagte Lauscher ärgerlich und wollte sich wieder in seine Decke wickeln, als die Amsel aufs Neue anfing zu schimpfen. Jetzt richtete auch Jalf seine Ohren auf und sprang gleich danach auf die Beine. Lauscher spähte hinüber zum Waldrand, von dem das Geschrei der Amsel herübergellte, und da sah er zwischen den Nebelschleiern zwei Grauwölfe stehen. Wie gebannt starrte er eine Zeit lang in die Augen der Tiere. »Jetzt wird es sich zeigen«, dachte er, »ob ich imstande sein werde, meinen Bogen zu benutzen«, und begann vorsichtig im Gras nach der glatten Rundung des Eibenholzes zu tasten. Doch ehe er seinen Bogen packen und einen Pfeil auflegen konnte, sprang der größere der beiden Wölfe schon lautlos auf ihn zu. Lauscher hätte ihn kaum mehr abwehren können. Aber der Wolf kam dennoch nicht weit. Das kleinere Tier, eine Wölfin, sprang den Alten knurrend von der Seite an und verbiss sich in seinem Halsfell. Der Wolf wurde herumgerissen und blieb stehen. Lauscher vergaß seinen Bogen und wartete gespannt, was weiter geschehen würde. Der Wolf schüttelte die Angreiferin ab und wendete den Kopf wieder zu der Stelle, an der Lauscher saß. Aber sobald er einen Schritt in diese Richtung machte, stieß die Wölfin ihr kehliges Knurren aus und sprang ihn an. Diesmal hatte sie kräftiger zugebissen, denn der Wolf jaulte und wurde fast umgeworfen. Es gelang ihm, seinen Hals frei zu bekommen, aber ehe er wieder angreifen konnte, hatte die Wölfin einen Halbkreis um ihn geschlagen und stand jetzt auf der Wiese zwischen ihm und Lauscher. Die Beine in den Boden gestemmt und mit gesträubtem Nackenfell, als wolle sie diesen Mann, der dort auf der Lichtung saß, um jeden Preis schützen. Der Wolf versuchte es noch ein letztes Mal, doch auch jetzt handelte er sich dabei nur einen Biss ein, der ihn zum Stehen brachte. Lauscher wunderte sich, dass der Wolf sich auf keinen Kampf mit der schwächeren Wölfin einließ. Er schüttelte sie jedes Mal nur ab, ohne zurückzubeißen. Und diesmal gab er sein Vorhaben ganz auf. Er hob den gewaltigen Schädel, schickte ein langgezogenes Heulen zum Himmel und war mit wenigen Schritten im Wald verschwunden. Die Wölfin drehte sich um und richtete ihren Blick auf Lauscher. So stand sie eine Zeit lang bewegungslos. Ihr Fell hatte sich geglättet und aus dem hoch erhobenen Kopf war jeder Ausdruck wölfischer Wildheit gewichen. Lauscher schaute ihr in die saphirblauen Augen und meinte, noch nie ein so schönes Tier gesehen zu haben. »Gisa«, sagte er. Da warf die Wölfin heulend ihren Kopf zurück und lief davon. Nach drei Sprüngen hatten sie die Nebelschwaden verschluckt. Jalf hatte sich die ganze Zeit über nicht gerührt. Jetzt trottete er zu seinem Freund und Reiter und schnaubte leise, was wohl so viel heißen mochte wie: »Vor dieser Wölfin brauchst du dich nicht zu fürchten.« Lauscher kraulte ihn am Hals und machte sich dann sein Frühstück, denn an Schlafen war nun nicht mehr zu denken. Dieser frühe Aufbruch schien auch der Amsel recht zu sein. Sie hatte kaum ihre Krumen aufgepickt, als sie auch schon wieder auf dem Weg voranflatterte. Lauscher begann sich zu fragen, ob sie ausgeschickt worden sei, um ihn möglichst rasch herbeizuholen. Er trieb Jalf zu einer schnelleren Gangart an, soweit dies der Weg zuließ, der jetzt schmaler wurde und in weiten Serpentinen einen felsigen Steilhang hinunterführte. Am Abend gelangte Lauscher wieder in flacheres Gelände. Aber er musste noch einmal übernachten, ehe er dann gegen Mittag des nächsten Tages endlich den Waldrand erreichte und in das grüne Hügelland hinausritt. Hier traf er auch wieder den Bach, dem er vor 3 Jahren gefolgt war, und so fiel es ihm nicht schwer, das Haus seines Großvaters zu finden. Die Amsel war schon vorausgeflogen, sobald er den Wald verlassen hatte. »Sie wird dem sanften Flöter meine Ankunft melden wollen«, dachte Lauscher. Und so war es dann auch, denn sein Großvater stand schon vor der Tür und spähte nach ihm aus, als das Haus unter den 3 Linden zwischen den grasigen Hängen auftauchte. Während er näher ritt, bemerkte Lauscher, dass sein Großvater sich verändert hatte. Er erschien sehr viel älter als damals, als er ihn zuletzt gesehen hatte. Sein weißes Haar war dünner geworden und hing in wirren Zotteln um den abgemagerten Kopf.
Keine Spur war von den rosigen Pausbacken geblieben. Über die knochigen Wangen spannte sich blasse, pergamentene Haut und der goldene Zwicker schwankte bedenklich auf dem schmaler gewordenen Nasenrücken. Nur die Lachfältchen um die Augen hatten die Zeit überdauert. Der sanfte Flöter stützte sich mit der Hand am Türstock, als falle es ihm schwer, sich aufrecht zu halten. »Du bist lange ausgeblieben«, sagte er, als Lauscher vor dem Haus von seinem Esel stieg. »Wenn ich nicht auf dich hätte warten müssen, wäre ich wohl nicht mehr hier.« Lauscher ging auf ihn zu, umarmte ihn und spürte dabei, wie leicht und zerbrechlich der alte Mann geworden war, der sich mit seinen zierlichen Händen an seiner Schulter festhielt. »Wohin wolltest du gehen, wenn du nicht auf mich gewartet hättest?« fragte Lauscher. Er konnte sich nicht vorstellen, was für eine Reise dieser gebrechliche Greis hätte unternehmen wollen. »Dorthin, wo deine Großmutter schon ist?« sagte der sanfte Flöter lächelnd, als sei dies eine sehr törichte Frage. »Ist sie denn nicht mehr hier?« fragte Lauscher bestürzt, denn er hatte diese resolute Frau trotz ihrer geräuschvollen Art gern gemocht, und das nicht nur wegen ihrer Kochkünste. »Nein«, sagte der sanfte Flöter, »sie ist mir schon ein Stück vorausgegangen. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich bin froh, dass du da bist, denn nun sollst du mein Erbe antreten. Komm herein in die Stube. Im Kochen kann ich deiner Großmutter zwar nicht das Wasser reichen, aber ein bisschen habe ich ihr schon abgeguckt.« Lauscher wollte erst noch seine beiden Reittiere versorgen, doch sein Großvater sagte, »sattle sie nur ab und lass sie laufen. Gras gibt's hier in Hülle und Fülle, und am Bach finden sie zu trinken. Morgen kannst du sie beim Eselwirt unterstellen.« Lauscher trug Sattelzeug und Gepäck ins Haus und setzte sich dann in die Stube. Gleich darauf tischte ihm der sanfte Flöter ein appetitlich duftendes Kaninchenragout auf, zu dem es frisches Weißbrot gab. Ein Krug Rotwein stand schon bereit, und so fühlte sich Lauscher gleich wieder wie zu Hause. Als er das Essen lobte, sagte sein Großvater, »Du brauchst nicht zu glauben, dass ich auf meine alten Tage noch auf die Jagd gehe. Der Eselwirt kommt alle paar Tage vorbei und versorgt mich mit dem Nötigsten.« Während der Mahlzeit redeten sie sonst nicht viel, denn der sanfte Flöter hielt es noch immer mit dem Brauch, dass man wesentliche Dinge erst nach dem Essen zur Sprache bringen dürfe. Schließlich war die Schüssel geleert und Lauscher wischte sie mit einem Stück Brot aus, denn das Ragout war köstlich gewesen. Währenddessen schenkte der sanfte Flöter Wein nach und sagte dann, »Barlow hat dich also freigegeben.« »Ja«, sagte Lauscher, »er beherrscht jetzt deine Sprache so vollkommen, dass ihn jedermann verstehen kann. Außerdem hat er eine Frau gefunden, die ihm in allem zur Seite steht. Er braucht mich nicht mehr.« »Das darfst du nicht sagen«, erwiderte der sanfte Flöter. »Freunde braucht man immer. Bist du nicht sein Freund?« Lauscher dachte einen Augenblick nach. »Ich weiß nicht«, sagte er dann. »3 Jahre lang war ich sein Diener, und anfangs hatte ich keine Ahnung, was er im Sinn hat. Er machte nicht einmal den Versuch, mir seine Absichten zu erklären. Später verstand ich ihn dann schon besser, aber bis zum Schluss galt nur das, was er wollte. Als er mich freigab, hat er mich umarmt wie einen Freund. Doch ich weiß nicht, ob man das schon Freundschaft nennen kann. Er war eher wie ein großer Bruder.« »Stört dich das?« fragte der sanfte Flöter. »Ich will endlich selbst bestimmen, was ich tue und wohin ich gehe«, sagte Lauscher. Der sanfte Flöter lächelte. »Du hast dich damals selbst für diesen Weg entschieden«, sagte er. »Weißt du das nicht mehr? Und nach allem, was mir über eure Reise zu Ohren gekommen ist, hattest du dabei reichlich Gelegenheit, das Zuhören zu lernen, Lauscher. Mir scheint aber, dass du noch immer zu viel auf dich selber hörst.« »Muss ich nicht erst mal herausfinden, wer ich selber bin?« fragte Lauscher. »Das musst du allerdings«, sagte der sanfte Flöter. »Aber so schnell wird das nicht gehen, wie du in deiner Ungeduld meinst. In dir selbst wirst du die Antwort nicht finden. Doch wenn du dich aufs Zuhören verstehst, wirst du es von anderen nach und nach erfahren.« »Also habe ich das Zuhören noch immer nicht hinreichend gelernt?« sagte Lauscher und kam sich vor wie ein Schüler, der bei der Lösung einer Aufgabe versagt hat. Der Großvater machte eine beschwichtigende Geste und sagte, »Was heißt hier schon hinreichend? Du wirst dein Leben lang nicht damit zu Ende kommen. Ich kann nur hoffen, dass du in diesen 3 Jahren genug gehört hast, um jetzt mein Erbe zu übernehmen. Ich kann nicht noch einmal 3 Jahre warten.« »Welches Erbe?« fragte Lauscher, obwohl er die Antwort schon ahnte.
Meine Flöte, sagte sein Großvater. Nachdem du dabei geholfen hast, die Dinge in Barleburg so weit in Ordnung zu bringen, wie es möglich war, scheint es mir an der Zeit, dass auch du das Flötenspielen lernst. Ich habe gehört, dass deine Stimme während dieser Zeit nicht lauter geworden ist, und das ist auf alle Fälle ein gutes Zeichen dafür, dass du meine Kunst erlernen kannst. Lauschers Herz machte einen Sprung. Nun würde auch er ein Flöter werden. Womöglich sogar ein berühmter Mann wie sein Großvater, von dem man selbst in den Zelten der Beutereiter erzählte. Barlos Holzflöte war ja nur eine Art Notbehelf, damit er sich verständigen konnte. Da war die Silberflöte schon eine andere Sache, denn mit ihrem Klang konnte man Gewalt über Menschen erlangen, wie er selbst erlebt hatte. »Wann fangen wir mit dem Unterricht an?« fragte er eifrig. Der sanfte Flöter lachte leise in sich hinein und sagte, »Du kannst es wohl gar nicht erwarten, ungeduldig wie du bist.« So war es in der Tat. Lauscher erschien jeder Augenblick vergeudet, der noch bis zum Beginn der Unterweisung verstrich. »Wie lange wird es dauern, bis ich Flöte spielen kann?« fragte er und dachte besorgt daran, wie viele Wochen Barlow gebraucht hatte, um sein Instrument zu beherrschen. »Das kommt darauf an, was du unter Spielen verstehst«, sagte der sanfte Flöter. »Ich kann dir nur zeigen, auf welche Löcher du die Finger setzen musst, damit ein bestimmter Ton erklingt, und das ist schnell geschehen. Spielen musst du dann selber lernen, und dazu wirst du sehr viel länger brauchen, als ich noch Zeit für dich habe.« »Wird es so ähnlich sein wie bei Barlows Flötenstunden?« fragte Lauscher. »Nein«, sagte der Großvater, »meine Silberflöte ist von anderer Art als Barlows hölzernes Instrument. Wenn du erst einmal die Töne greifen kannst, wird die Flöte deine Gedanken von selbst zum Klingen bringen. Und sie wird jeden, der sie hört, zu dem verleiten, was du beim Spielen im Sinn hast. Vergiss das nie. Du musst wissen, dass mit der Weitergabe der Flöte eine Bedingung verknüpft ist. Dem Erben darf nur die Griffweise erklärt werden. Was er dann auf der Flöte spielt, muss er selbst bestimmen. Mein Unterricht wird also kurz sein.« Nach diesen Worten stand der sanfte Flöter auf, holte von einem Wandregal seine silberne Flöte und gab sie seinem Enkel in die Hand. Jetzt hatte Lauscher Gelegenheit, sie in Ruhe aus der Nähe zu betrachten. Sie war aus einem Stück und sah so glatt und vollkommen aus, als sei sie nicht von Menschenhand gemacht, sondern von selbst gewachsen, wie der Stängel einer Blume. Als einziger Schmuck zierte das silberne Rohr am unteren Ende ein fein ziselierter fünffacher Ring. Lauscher entdeckte, dass dieses Muster aus winzigen Buchstaben bestand, mit denen hier ein Vers eingraviert war. »Lausche dem Klang, folge dem Ton. Doch übst du Zwang, bringt mein Gesang dir bösen Lohn.« Nachdem er diesen Text entziffert hatte, fragte Lauscher, »Wie ist das zu verstehen, dass der Spieler der Flöte keinen Zwang ausüben soll? Du hast ja selbst gesagt, dass ihr Klang jeden Zuhörer zu dem verleitet, was der Spieler dabei im Sinn hat.« »Das habe ich mich anfangs auch gefragt«, sagte der sanfte Flöter. »Aber auch das gehört zu den Dingen, die du selber herausfinden musst. Jetzt gib Acht, wenn ich dir die Griffe erkläre.« Und so erhielt Lauscher seinen ersten Unterricht. Er wunderte sich, wie leicht es ihm fiel, die einzelnen Töne zu finden. Ja, es schien ihm fast, als würden seine Finger wie von selbst zu den richtigen Grifflöchern geführt. Schon an diesem ersten Nachmittag gelang es ihm mühelos, die 7 Grundtöne des Instruments zu beherrschen. Als er jedoch anfing, eine Melodie zu spielen, die ihm eben in den Sinn kam, nahm ihm der sanfte Flöter das Instrument aus der Hand und sagte, »Lass das, damit musst du warten, bis ich nicht mehr bin. Für heute ist genug. Ich muss mich jetzt ein bisschen hinlegen, denn ich bin sehr müde.« Auch Lauscher ging an diesem Tag früh schlafen. Er freute sich darauf, nach den Nächten unter freiem Himmel wieder in einem richtigen Bett zu liegen. Im Einschlafen malte er sich aus, wie es sein würde, wenn er als Flöter nach Fraglund zurückkehrte. Sein Vater würde anerkennen müssen, dass er es zu etwas gebracht hatte, und der große Brüller würde bald erfahren, wie nützlich es war, einen solchen Flöter im Haus zu haben, vor allem dann, wenn die Beutereiter wieder ins Land einfallen sollten. Lauscher sah sich dem Heerzug des großen Brüllers voranreiten und im Angesicht des Feindes seine Flöte spielen. Da würden die Fraglunder staunen, wenn die wilden Reiter plötzlich ihre struppigen Gäule anhielten und ihre Waffen senkten. Doch ehe sich dieses Bild weiter verdichtete, schlief Lauscher ein
und wachte erst am nächsten Morgen auf, als schon die Sonne durchs Fenster schien.